Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem kurzen Input-Video zur 9. Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung, heute zum Thema Heteronormativität und Homofeindlichkeit. Doch bevor ich in das Thema einführen möchte, möchte ich einen Rückblick wagen auf die 7. Sitzung, in der wir uns mit dem Buch von Alice Hasters, Was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, beschäftigt haben. Hasters argumentiert, dass Rassismus eine kulturell und sprachlich verankerte Weltsicht ist, die notgedrungen zu rassistischen Denkmustern führt. Es ist also nicht mehr nur die anderen und die Bösen, die RassistInnen sind, sondern wir alle haben entsprechende Tendenzen in uns und deswegen kann Rassismus auch nur mit der Arbeit an sich selbst überwunden werden, was uns Hasters in vielen eindringlichen Schilderungen plausibel macht. Sie verweist auf eine ganz grundlegende Asymmetrie zwischen Schwarz und Weiß, einerseits bezogen darauf, dass es ganz unterschiedliche Machtpositionen, Privilegien gibt, aber auch nur schon, dass es Weißen normalerweise vorbehalten ist, gerade nicht als Weiße erkannt und kategorisiert zu werden. Sie zeigt ja, dass viele Weiße nur schon aggressiv darauf reagieren, wenn man sie überhaupt mal als Weiß tituliert. Und das ist mir auch noch wichtig, Hasters verwendet den Begriff der Rassifizierung als den Versuch, den englischen Terminus Race ins Deutsche zu übertragen. Rasse im Deutschen hat immer diesen biologischen Beiklang im Gegensatz zu Race, wo es von vornherein als eine soziale Kategorie gilt und Rassifizierung also als eine Zuschreibung von vermeintlich natürlich Rassen bezogenen Eigenschaften. Das ist das, was mit Rassifizierung eingefangen werden soll. Das ganz kurz noch als Erinnerung, womit wir uns beschäftigt haben. Und jetzt also zum Thema Heteronormativität, ein sperriger Terminus. Was ist das eigentlich? Der Befund, von dem der Begriff der Heteronormativität ausgeht, ist eigentlich ein ganz einfacher, nämlich der Befund, dass Heterosexualität in unserer Gesellschaft die Norm der Geschlechterverhältnisse darstellt. Das ist das, was als normal, als das nicht weiter Erwähnenswerte gilt und das andere ist eben die Abweichung. Wir hatten mal in einem Seminar zum Thema Sprache und Diskriminierung Isabel Häger zu Gast vom Verein Gerede e.V. aus Dresden, die berichtet hatte, wie sie mit ihrer damaligen Verlobten Eheringe kaufen wollte. Und der Aufwand, der erforderlich war, bei dem Juwelier überhaupt mal zu erklären, dass sie die Braut ist und die Frau, die sie begleitet hat, auch die Braut, dass es also keinen Bräutigam gibt in dieser Ehe. Das hat so einen großen Erklärungsaufwand gefordert und so viele Probleme gemacht, auch in der Verbuchung, was den Rabatt und so weiter anbelangt hat, den es gegeben hat für Hochzeitspaare, wo man sehen kann, dass auch in solche Geschäftsmodelle und Rabattsysteme so eine Norm schon eingelassen ist. Und Wagenknecht, von dem ich dieses Zitat habe, der führt noch weiter aus, die Heteronormativität drängt die Menschen in die Form zweier körperlich und sozial klar voneinander unterschiedener Geschlechter, deren sexuelles Verlangen ausschließlich auf das jeweils andere gerichtet ist. Wir haben ja also so eine enge Verquickung von Sozialem und von Körperlichem und dass das überhaupt zu so einem ganz wichtigen Denkmodell wird, dafür sorgt die Heteronormativität. Nochmals ein bisschen abstrakter und umfassender formuliert Sabine Haag von der TU Berlin. Heteronormativität, also in dieser Perspektive, wird analysiert, wie Heterosexualität und die soziale Textur unserer Gesellschaft in Geschlechterkonzeptionen und in kulturelle Vorstellungen von Körper, Familie, Individualität, Nation in die Trennung von privat-öffentlich eingewoben ist, ohne selbst als soziale Textur beziehungsweise als produktive Matrix von Geschlechterverhältnissen, Körper, Familie, Nation sichtbar zu sein. Ja, also Heteronormativität ist eine unsichtbar wirkende, strukturierende Norm, die gerade im Begriff der Heteronormativität überhaupt erst sichtbar gemacht werden soll. Wir haben hier sowas wie Körper, dass es eben zwei Geschlechter geben soll und nicht mehr, dass Familien aus Mann und
Frau bestehen, auch das, wie das Verhältnis von Nation und Familie zu denken ist bei Trennung und von privat und öffentlich, können wir an sowas denken, dass es üblicherweise heißt, es ist doch die Privatsache eines jeden, wer mit wem ins Bett steigt, ja, aber damit wird eben Sexualität allein zur Privatsache gemacht, obwohl es doch eigentlich so ist, dass sich da durchaus öffentlich verhandelte und auch politisch abgesicherte Normen sozusagen einschreiben in unsere Vorstellungen von privater Sexualität. Ja, dazu haben Sie ja auch im Text was gelesen. Und es geht eben darum, dass diese produktive Matrix, ja, also wie überhaupt unsere Verhältnisse, unsere Verständnisse von Familie, von Körpern und so weiter geprägt ist durch so eine Vorstellung von Heterosexualität, diese produktive Matrix bleibt eben normalerweise unsichtbar und das ist die Aufgabe der Heteronormativitätsforschung, das jetzt mal an die Oberfläche zu bringen. Heteronormativität, das leitet jetzt über zum Thema unseres Seminars, sorgt also für ganz bestimmte Normierungen, es sorgt auch für Hierarchisierungen, also Heterosexualität als das Normale und das andere als das Abweichende. Es sorgt auch für Privilegierungen und für Marginalisierungen, dass es eben möglicherweise schon dann nochmal irgendwelche Sonderaktionen gibt, dass es dann sowas wie Rabatte für gleichgeschlechtliche Paare, die sich Ringe kaufen wollen, schon auch irgendwie gibt, aber es ist dann eben immer eine besondere Aktion, die dann erst nötig wird. Ja? Und es führt immer dazu, dass die Marginalität von Homosexuellen immer wieder aufs Neue bestätigt wird. Das ist die Idee dahinter. Und wir können daran also sehen, Heteronormativität ist eine Quelle habitueller und struktureller Diskriminierungen, die möglicherweise gar nicht so sehr bewusst reflektiert werden und die gar nicht mal unbedingt mit offen homofeindlichen Beschimpfungen einhergehen müssen, die aber trotzdem dafür sorgen, dass es ständig zu Ungleichbehandlungen kommt. Und Ungleichbehandlung wäre ja die Minimaldefinition von Diskriminierung. Zwei Beispiele möchte ich bringen, wie solche Diskriminierungen aussehen können. Einmal können wir das ablesen, wunderbar ablesen, in den Debatten um Gleichstellung homosexueller Paare und Eltern. Dazu gibt es einen Aufsatz von van der Boom, den ich Ihnen empfohlen hatte. Und allein schon die Tatsache, dass es überhaupt Debatten auslöst, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es hier ein Ungleichgewicht gibt. Und denken wir auch daran, dass das Wort schwul ein, wie ich es hier mal formulieren möchte, ein universell einsetzbares Schimpfwort ist, also nicht nur zur Adressierung von Homosexuellen. So, ich musste gerade pausieren, Entschuldigung, da hat das Telefon geklingelt. Also nochmal von vorne, schwul als universell einsetzbares Schimpfwort, wie ich es gerne formulieren möchte, was also nicht nur verwendet wird zur Adressierung von Homosexuellen, sondern gerade auch, um heterosexuelle Männer abzuwerten, ihnen ihre Männlichkeit abzusprechen. Dass man kann auch alles Mögliche als schwul bezeichnen, wenn, keine Ahnung, ein CD-Player nicht funktioniert, wird häufig gesagt, dieses schwule Teil und so weiter und so fort. Denken wir an den Hip-Hop, wo Kool Savas zum Beispiel rappt, alle MCs sind schwul in Deutschland und damit auch nicht unbedingt Homosexualität meint, sondern dass sie nicht rappen können und so weiter. Daran kann man sehen, dass schwul offenbar eine Abwertungsressource ist und das funktioniert nur deswegen, weil es eben eingelassen ist in solche Vorstellungen, dass es gerade nicht die Norm ist. Ja? Wir hatten bei Lan Hornscheid ähnliche Dinge besprochen. Und ich möchte nun vor diesem Hintergrund mit Ihnen zwei Perspektiven auf Homofeindlichkeit besprechen. Dazu haben Sie Texte gelesen. Einmal von Didier Eribon, hier auf der linken Seite, sein Buch Rückkehr nach Reims, was irgendwo zwischen soziologischer Analyse und Autobiografie angesiedelt ist. Und dann dieses Dossier des Vereins Maneo, dessen Leiter Bastian Finke auch nachher bei uns zu Gast sein wird. Didier Eribon
schildert in seinem Buch, in den Kapiteln, die wir gelesen haben, vor allem die identitätskonstituierende Macht der homofeindlichen Beschimpfung, dass also die Identität von Homosexuellen immer schon geprägt ist dadurch, dass sie laufend Beschimpfungen ausgesetzt sind und die dann zu dieser, wie er das formuliert, gespaltenen Identität führt, dass man immer in zwei Welten zu Hause ist, in der normalen und in der nicht normalen, und dass gerade diese Nicht-Normalität schwuler Lebensentwürfe ja das ist, was die Identität von Homosexuellen grundlegend prägt, also die vermeintliche Nicht-Normalität, ja, die aber gesellschaftlich diskursiv natürlich abgesichert ist. Und eben diesen Ausdruck der habituellen Homophobie habe ich von Eribon, wenn er beschreibt, dass die etablierten Schimpf- und Schmähpraktiken eben Teil einer solchen habituellen Homophobie sind. Er schildert da diese Szene, wo seine Kollegin gerade dann, wenn sie noch nicht weiß, dass er schwul ist, sich dieser Schimpf- und Schmähpraktiken bedient und es einfach ein völlig normales Vokabular ist, Schimpf oder eine Ressource für Schimpfwörter. Und dann eben als zweites von Maneo dieses Dossier, wo es vor allem um rechtliche und soziale und psychologische Aspekte des Umgangs mit homofeindlichen Beschimpfungen geht, und zwar dezidiert aus einer Beratungsperspektive heraus. Es ist, wie gesagt, ein Beratungsangebot, und Menschen, die sich homofeindlichen Beschimpfungen ausgesetzt sehen, können beim Maneo Hilfe finden, Beratungsangebote im persönlichen Gespräch, aber eben auch durch verschiedene Broschüren. Es gibt Kontakte zur Polizei und so weiter. Und in dem mittleren Teil, den Sie hoffentlich gelesen haben, sind noch zwei Dinge erwähnt, die ich wichtig finde. Einmal geht es darum, dass gerade die homofeindlichen Beschimpfungen beschrieben werden können aus der Perspektive der Beschimpfenden, nicht der Beschimpften, als Selbstaufwertung durch Fremdabwertung. Also für viele Männer ist es offenbar eine Option, sich ihrer eigenen Männlichkeit zu versichern, indem sie Homosexuelle als die vermeintlich Nicht-Männlichen abwerten. Und das finde ich auch noch interessant. In einem Abschnitt wird beschrieben, dass wie Homosexualität aus der heteronormativen Perspektive betrachtet wird, nämlich als eine Abweichung, die Toleranz erfordert. Ja? Und man schreibt sich eben häufig gerne die Toleranz auf die Fahnen und sagt, ich habe nichts gegen Schwule, ich bin da tolerant, soll doch jeder machen, wie er will. Aber dass überhaupt eine solche Toleranz erforderlich ist, damit Homosexualität existieren kann, ist ja auch schon wieder, lässt auch schon wieder tief blicken. Denn das ist genau das, was Heterosexualität eben nicht in Anspruch nehmen muss. Niemand, der heterosexuell ist, braucht die Toleranz von Homosexuellen. Ja? Und auch hier haben wir wieder dieses ganz typische Ungleichgewicht, was wir häufig in Diskriminierungsverhältnissen haben. Das als kleiner Input, hier die Literatur für heute. Ich freue mich auf unsere Seminardiskussion. Tschüss.